Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Zeos und sollen hier nochmal die Notfallsicherung des Systems deaktivieren. Wir fahren einmal zu dem Ort. Hier hatten wir in der letzten Folge uns schon mal einen kleinen Überblick verschafft. Aber ich muss es euch sagen, ich habe wirklich Respekt vor Lana Beniko. Aber das Imperium versklavt und tötet jeden Tag unschuldige Leute. Anstand und Mitgefühl respektiere ich noch viel mehr. Ich hoffe, ihr versteht das. Verräter. So, finde einen Weg, die Konsole zu überladen. Ja. Kämpfen wir mal mit den Robotern hier. Okay, überlade die Konsole der Sicherheitszentrale. Da haben wir einen Droiden-Akku gefunden und kommen damit dann hier rein. Sehr cool. So schnell stirbt man. Flieht. Besiege den Monolithen. Da ist er. Okay, dann mal los. So, und tot ist er. Was war das für ein Ding? Wir nennen sie Monolithen. Ich hatte wirklich nicht vor zu lauschen. Ich wollte euch nur warnen. Wir haben schon mehrere dieser Kreaturen überall in Neu-Adasta entdeckt. Sie wurden durch Sith-Alchemie erschaffen. Ein Zeichen für Vishiets wachsende Macht. Sie sind extrem stark und praktisch unmöglich zu töten. Der, den ihr gerade besiegt habt, ist der kleinste, den wir bis jetzt gesehen haben. Wegen Agent Kovac. Wenn ihr Zeit habt, sollten wir uns mal über euren Agenten unterhalten. Das muss warten. Hinter euch! Er steht wieder auf. Interessant. Nutzen wir doch nochmal unsere Fähigkeiten hier. Okay, das hat ihm gar keinen Schaden gemacht. Unverwundbar gegen Kampfschaden. Okay, scheinbar müssen wir hier vorne die Konsole mal deaktivieren. Ah, alles klar. Jetzt ist er wirklich endgültig tot. Der Plan ist ein Fehlschlag. Eine gigantische Kreatur ist aufgetaucht und hat eine elektrische Entladung verursacht. Die Dämpfer sind hinüber. Ich traue euch nicht. Und ich soll das einfach für bare Münze nehmen? Was wollt ihr wirklich, Agent Kovac? Ich will wirklich, dass dieser Albtraum ein Ende hat. Agent, Bericht. Es wird nicht funktionieren, Ministerin. Ich habe versagt. Da habt ihr recht. Ja, ihr habt versagt. Und zwar zum letzten Mal. Was habt ihr getan? Agent Kovac war ein wertvoller Mitarbeiter. Er war ein Doppelagent. Er hat für die Republik gearbeitet. Er hat was? Ich habe ihn bei einem Gespräch mit Saresh erwischt. Er hat seine Schuld zugegeben. Nein. Nein, wie konnte ich so blind sein? Lana, es gibt immer noch ein Problem, das wir lösen müssen. Ja, natürlich.
Vielleicht habe ich die Lösung auch schon gefunden. Ich glaube nur nicht, dass sie euch gefällt. Ich bin ganz Ohr. Die ganze Welt wird vom Krieg heimgesucht. Unser ehemaliger Imperator beschränkt sein Wirken jedoch auf den Bereich um Neu-Adasta herum. Auf eure Nähe. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich halte es für möglich, dass er nicht so stark ist, wie er uns glauben macht. Und ich halte es für möglich, dass ihr ihm Sorgen bereitet. Ich bin bereit. Es hat alles hierher geführt. Jetzt soll er zu mir kommen. Ich schlage eine etwas provokantere Taktik vor. Ihr müsst dafür sorgen, dass all seine Marionetten, jeder Soldat, Jedi und Sith, mit dem Gemetzel aufhören und euch ins Herz von Neu-Adasta verfolgen. Vishiet muss euren Kopf wollen. Jetzt! Okay, dafür sorgen wir schon. So, wir sollen wieder das Abflugterminal benutzen. Wir können auch hier den sofortigen Transport anfordern. Machen wir das doch mal. Dann kommen wir direkt dorthin. Und wir benutzen mal wieder das Terminal hier. Unser Missionsziel befindet sich am Turm des Volkes in Neu-Adasta. Ein Transporter steht für den Abflug bereit. Dann mal los. Okay, wir haben uns trotzdem entdeckt. Okay, Bonus, alle Zivilisten, alles klar. Ja, dann sind wir hier ja richtig. Dann sind wir hier ja richtig, Leute. Hier gibt es auch schon wieder eine kleine Mission, Ortentab, der Barkeeper. Mal sehen. Ich frage mich, wofür das ist. Der Barkeeper ist tot, aber er hatte einen Schlüssel bei sich. Vielleicht gewährt er Zugang zu etwas Nützlichem. Finde heraus, wozu der Schlüssel ist. Transporter Frachtlistencode für den Zugriff erforderlich. Ah ja, okay. Finde Treibstoff für den Gleiter. Müssen wir natürlich mal gucken, ob wir hier irgendwo Treibstoff herbekommen. Schlüssel passt nicht. Nee, den haben wir ja auch schon entdeckt. Können wir den runterstoßen? Geht dann doch ein bisschen schneller. So, Treibstoff müssen wir suchen für den Gleiter. Warum hat der Zivilist unten eigentlich nicht gezählt? Lass uns mal nochmal zu dem hin. Können wir mit ihm sprechen? Nö. Okay, der sitzt da immer noch. Hat wohl kein Interesse daran zu flüchten. So, der flieht aber. Gut so. Okay, ich finde, Treibstoff ist hier oben irgendwo. Gucken wir mal, ob wir was finden. Das sind eher so, weiß ich nicht, Raketen vielleicht oder sowas.
Zweige Treibstoff von den Luftabwehrgeschützen ab. Alles klar. Okay, und da muss man dann nochmal ran. Gut, das machen wir natürlich bei dem anderen ja dann auch nochmal. Abseits hier. So, weitere Zivilisten müssen wir auch noch sichern. Da sind noch welche. Zumindest einer. Du willst nicht? Und du da hinten auch nicht, oder wie? Ja, genug Zivilisten, die eigentlich fliehen könnten, aber sie wollen nicht. So, und hier ist das letzte Luftabwehrgeschütz. Da müssen wir auch nochmal ran. Dann haben wir genügend Treibstoff zusammen für unseren Gleiter vorne. Vor der Bar. Schalte das letzte Luftabwehrgeschütz aus. Okay, aber wie kommen wir da hin? Okay, starte den Gleiter. Alles klar, dann müssen wir uns den Gleiter vermutlich erstmal holen. Wir versuchen es hier nochmal. Vielleicht können wir den ja doch irgendwie befreien. Lauf! Nee, er will nicht. Gut, hier oben hatte das geklappt. Dann nehmen wir die nochmal aufs Korn. Okay, diesmal klappt es aber auch nicht. Ja, frag mich nicht warum, Leute. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir den Gleiter jetzt hier starten. Okay. Alles klar, es gibt ja so eine Turbus. Ah ja. Schalte das letzte Luftabwehrgeschütz aus. Müssen wir den töten? Vermutlich, oder? So, Heldenmoment. So soll er mal seine Sachen abfeuern. Wunderbares Melo. Oh.
geschoben. Ich habe ihn. Dann schauen wir mal, was da fallen lässt hier. Ah, vielleicht kommen wir da auch von der Seite hoch. Vermutlich mussten wir gar nicht gegen den kämpfen. Aber wir haben es trotzdem getan. So, tot ist er. Dann lass uns hier oben nochmal gucken. Ja, das sieht so aus, als wenn es da hoch geht. Fahren wir mal mit unserem Gefährt hier hoch. Zum letzten Luftabwehrgeschütz. Untersuche die geöffnete Kiste. Machen wir sofort. Erstmal müssen wir ganz kurz hier die Leute ausschalten. Ein Datenpad. Du hast eine Transporter-Frachtliste gefunden. Benutze den Frachtlistencode. Haben wir schon gesehen, vor der Kneipe. Da ist was. So, wir sollen ja noch Zivilisten retten. Probieren wir das hier nochmal. So, lauf. Wir können mit denen leider nicht interagieren. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier und da mal ein paar Truppen ausschalten. Hier steht auch noch einer. Okay, den konnten wir wiederum retten. Ja, sehr cool. Wieder nicht. Egal, vielleicht den hier oben wieder. Da passiert auch nichts. Zwei Zivilisten brauchen wir nur noch, Leute. So, hier waren die Frachtlisten. Da haben wir den Code und wir erhalten hier 5 Zios Holos Speicher. Das war die Mission. So, rette Zivilisten. Heißt es weiterhin. Gut, gucken wir mal. Wen können wir denn hier mal noch ausschalten? Die 3 vielleicht. Beziehungsweise die 2 hier. Können wir hier oben noch mal gucken, ob es hier auch noch welche gibt. Ach, guck mal. Sehr gut, jetzt haben wir schon mal 4 gerettet. Wir kommen nur noch ein. Ja.
Ja, komm, lass uns los. Ein Sith-Meister. So, so. Versucht sich jetzt zu heilen. Können wir den vorher Daumen vor sich halten? Nee, ich glaube nicht. Ah doch. Gerade so eben. So, da drüben haben wir noch einen Zivilisten. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht noch retten können. Der will auch wieder nicht gerettet werden. Das gibt's ja gar nicht. So, uns fehlt tatsächlich nur noch ein Zivilist. Aber welchen können wir retten? Hier sind keine mehr in unmittelbarer Gefahr. Können wir hier vorne nochmal gucken? Sind die schon neu respawned hier? Nee. Tja, irgendwie kriegen wir das nicht so richtig gebacken hier mit dem letzten Zivilisten. Einer fehlt uns doch nur noch. Versuchen wir das hier nochmal. Okay, endlich geschafft. Ja, scheint ein bisschen buggy zu sein, die Quest hier, weil es nicht bei allen Zivilisten klappt. Unterweltsyndikatspläne nehmen wir auch gerne mit. Gut, Leute, dann können wir hoch zum Turm des Volkes. Verschafft dir Zugang zur oberen Ebene. Hallo, da sind wir. Jetzt habe ich was Gutes. Gut, Leute, das ist ein schöner Ort, um zu sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht hier mit Star Wars The Old Republic. Wir werden noch ein bisschen auf Sihost verweilen, aber nicht mehr allzu lange. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also bis dahin.